So, Musik aus und da sind wir auch schon wieder. Ich werde jetzt in den Spectate-Modus wechseln und ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, dass euch das Spiel gefällt und allgemein die ASL. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Das bis gleich hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, wir sehen jetzt hier die Rahmen. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Zweimal Challenger haben wir dabei. Ziemlich goldig und Diamantrahmen bis zum Abwinken. Und auf der anderen Seite sehen wir ein stolzes Silber. Das ist dann quasi ein David gegen Goliath Fight. Mal schauen, ob David sich da behaupten kann. Beziehungsweise Team Versus, nee, Team PD. Also sehr interessant sind natürlich schon die Summoner Spells. Your Way Ends hier im Jungle mit Vi, mit Smite. Und Pro Gamer Imbals Me, weiß der Geier, aber Imba is Me, weiß der Geier, wie das heißen soll. Aber auf jeden Fall hat er auch Smite dabei. Was sagst du zu einem Blitzcrank Smite Support? Bringt natürlich ein bisschen mehr Pressure zum Pushen natürlich, gegen die Canyon Minions erstmal ein Smite so rauszuhauen, pusht natürlich extrem stark. Und man kann natürlich richtig krasse Plays machen, man kann an Buffs klauen vom gegnerischen Jungler, man kann eventuell einen Minion smiten und direkt dabei grabben. Das ist natürlich ein ziemlich geiler Play, da gab es auch auf Reddit vor ein paar Monaten ein Play von einem Lee Sin, der quasi sein Q wirft und in dem Flug des Qs den Minion wegsmitet und den Gegner trifft. Das könnte natürlich richtig interessant werden. So, das Team von PD ist schon fast richtig sortiert. So. Aber Versus ist natürlich vollkommen durcheinander. Na, sauber. Ich bin mal gespannt. Vielleicht sehen wir auch die Smite-Grabs auf Doom. Ist natürlich so eine Sache. Auch das Counter-Jungle ist dadurch natürlich jetzt vorausgesetzt. Sie haben jetzt zweimal Smite. Die Hooks müssen natürlich sitzen auf den Buffs und einfach wegsmiten. Wäre sehr schmerzhaft für Ramos. Auf jeden Fall. Ne? Entwickelt sich anscheinend auch schon eine Bewegung hier seitens von Versus hier Richtung den Gegner-Jungle, beziehungsweise vermutlich wird hier nur verteidigt, denn es wird sich ein bisschen verteilt und hier sieht man auch auf den Seiten von PD, wird hier auch, die werden die Eingänge hier bewacht, Shen läuft auch schon zum eigenen Red Buff, beziehungsweise den Top-Lane-Jungle, hier wird wahrscheinlich zumindest auf Seiten von PD keine Welt stattfinden, aber hier kommt auch der Invite von Versus, laufen hier rein. Wird Blitzcrank jemanden grabben? Wahrscheinlich nicht. Oh, der Versuch war da, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt ist auch darin gewordet. Damit wissen sie auch, ob die jetzt wirklich mit Hook stealen möchten. Es sieht aber nicht so aus, als hätten sie das vor. Sieht nicht so aus, weil sie wissen, dass dort der Ward steht. Das ist natürlich keine. Das ist natürlich ziemlich klug hier, die Spieler, und wollen da am besten nichts riskieren. Wir sehen jetzt einen recht normalen Start hier auf der Botlane auf Seiten von Versus, wird beim Red Buff angefangen auf den Seiten von PD beim Blue Buff. Ich bin mal gespannt, ob wir diesmal einen 2 gegen 2 Fight auf der Toplane sehen werden. Würde mich zumindest mal freuen, weil davon haben wir noch nicht wirklich viele gehabt. Jetzt ist natürlich der Pull, Smite wird anscheinend nicht rausgehauen, was natürlich ein sehr schöner Pull für den Jungler wäre. Erstmal smiten, ein Outhit, Smite, aber anscheinend spart Blitzcrank sich das hier auf. Für die Lane. Dann werden sie höchstwahrscheinlich auch schneller Level 2. Das ist auch gerade hinzu. Blitzcrank bringt nämlich keinen wirklichen, nicht wirklich Push auf die Lane. Also er kann nicht wirklich stark pushen. Leona hat hier das Passiv, um ein bisschen nachzuhelfen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so dumm. Dadurch kann er ein bisschen besser pushen. Aber es sieht nicht danach aus, als ob Blitzcrank das jetzt tun würde. Ich vermute, er wartet auf den Cannon-Minion. Auf der Top-Lane sehen wir natürlich jetzt Shyvana gegen Shen. Ist für ihn ziemlich lästig, weil sie einen sehr starken Harass hat mit ihren AOE um sich herum. Prozentualer Schaden mit ihrer Markierung jetzt noch nicht vorhanden, aber bald auf Level 3. Die Jungler jetzt hier auch beide beim Red Buff. Ist jetzt natürlich interessant, wo sie sich jetzt wirklich treffen. Für Ramos wäre wirklich jede Lane ein Gank wert. Mitte sehr weit vorne, genauso wie auch die Top-Lane. Vi hat es da wirklich schwieriger. Aber es entscheiden sich wirklich beide jetzt einfach weiter zu jungeln. Kam schon der erste Fail-Grab hier vom Blitzcrank bei. Hat den Canyon-Ming gehabt, hat aber dann Smite noch nicht. Doch, dann Smite hat er auch jetzt schon benutzt. Natürlich hier ein bisschen mehr Pressure auf der Bot-Lane dadurch.
Und der Blind, den darf man natürlich nicht vergessen, der Blind ist natürlich auch sehr stark im One-on-One für diese Quinn, denn Caitlyn trifft natürlich den Gegner nicht. Das ist natürlich sehr ärgerlich, vor allem im Late-Game, wenn die Autodecks den größten Teil des Schadens ausmachen von Caitlyn hier. Ich bin hier auf jeden Fall gespannt. Und wir sehen hier auch, Shen hat die Möglichkeit, sich gegen zu sustainen durch seinen Warped Blade. Muss man natürlich so sagen. Und hat natürlich auch ein bisschen Utility dabei durch sein Shield, was er natürlich auch hat. Da muss auf jeden Fall mehr passieren. Da müsste schon Vi hochkommen, um Shen da irgendwie Probleme zu machen. Da haben wir den Hook gesehen. Da kommt der Engage mit Hook auch auf Caitlyn. Sehr viel Schaden genommen hier, aber Exhaust perfekt gesetzt. Leona hat schön reagiert. Direkt mit Zenilklinge und Stun auf den ADC. Exhaust draußen. Dadurch hat Caitlyn auch überlebt. Und das war genau das, was ich meinte. Das war der Smite-Hook. Hat nämlich den mittleren Caster-Minion weggesmited. Hat dadurch durchgegrabt, durch den Minion, quasi der vorher dort stand, gegrabt und die Caitlyn geholt und extrem low gehauen. Das ist natürlich ein sehr schönes Play. Wir sehen auch natürlich, ist es eine aggressive Spielweise hier von Blitz. Die kennen da nichts, der Schaden ist auch sehr hoch von Blitzcrank auf der Caitlyn. Sie war sofort auf wirklich 15% HP. Ramos ist jetzt auf der Botlane auch da. Mal gucken, ob dieser Gang wirklich was wird. Den Smite ist wieder ab hier von Blitzcrank. Sieht denn da raus? Oh, da kommt der Grab auf Caitlyn. Sehr schön getroffen. Mal wieder der CC von Leona sofort auf Quinn, auf dass sie einfach keinen Schaden mehr machen kann. Ramos entscheidet sich jetzt in dieser Situation jetzt hinterher zu joinen. Aber Minions stoppen ihn wirklich. Leona jetzt sehr low. Flash von Blitz hinterher. Stun! Und schon First Blood für den Jungler Ramos hier am Start. Sehr schön gemacht. Durch den Stun hat Leona reagiert. Aber Double Kill für Blitzcrank auf der Bloodlane. Und Ramos holt sich aber auch einen Double. Sehr schön gespielt von beiden Seiten. Muss auf jeden Fall sagen, wir dieser sehr schöne Smite-Hook. Oh, auf der Top-Lane kommt der Taunt unterm Tower. Zwei Tower-Hits wurden jetzt auch von Chivana eingenommen. Sehr viel Schaden. Das gibt dem Shen wahrscheinlich jetzt wieder einen Vorteil. Er geht auch aggressiver ran. Hat er jetzt noch Ignite? Wenn Taunt jetzt noch kommt, das braucht sehr viel Energie. Wenn jetzt wirklich Taunt und dann kommt natürlich der Q, Autotext, da kommt Flash hinterher, wenn jetzt der CD von Q nicht so hoch ist und da kommt er und der Kill für Shen, sehr schön gemacht. Da hat Shivana ein bisschen zu viel committed, wollte hier das Proxy anfangen, hat dabei den Taunt von Shen gefressen und zwei Tower jetzt hinterher, hat dann ein bisschen zu sehr overextended und ist dabei gestorben, was natürlich ein bisschen much disrespect war an dieser Stelle. Wir gucken jetzt hier auch wieder auf die Botlane, 34 CS auf der Quinn, 14 auf Caitlyn. Das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied an der Stelle hier. Auch in der Mitte, der Unterschied von 53 zu 35 lässt sich auch wirklich sehen. Ich denke, dass es da ein Zeichen ist, dass auch einfach die Seite von Versus stärker ist. Weil man auch sagen muss, jetzt im Vergleich zu den in der Botlane, ist der CS-Unterschied ziemlich groß, aber itemtechnisch sehen wir keinen Unterschied. Beide haben Vampire Receptor, beide haben Dorans Belt und beide haben einen Tank dabei. Das heißt, im Prinzip ist momentan die Stärke der Botlane relativ even. 2-3, ja. Im Prinzip, und die Botlane, beziehungsweise der Blitzcrank hat nur das upgradete Support-Item, ist quasi der Leona von Tankiness auch nicht wirklich weit voraus. Also, sie können da im Prinzip noch fighten, wenn sie es richtig anstellen. In der Mitte ist natürlich der Wavegear von Heimerdinger, so wie wir ihn kennen, sehr gut. An den Cannons kommt kein Minion vorbei, der Harass mit seinen Raketen auch stark. Es ist jetzt bald wieder Buff-Time. Ramos auf der Höhe seines Blue-Buffs, Vi direkt beim Red-Buff. Und da kommt auf der Botlane wieder der Hook, der E ging leider in die falsche Richtung. Leona schafft es aber wieder mit Zenilklinge hier am ADC ranzukommen und save damit auch schon wieder Caitlyn. Leona Mystic macht hier wirklich einen sehr guten Job. Es wäre schon so oft der Kill an Caitlyn gefallen, wenn Leona nicht so gut handeln würde. Entschuldigung. Gesundheit. Wollte noch muten, aber hat nicht mehr rechtzeitig funktioniert. Auf jeden Fall sieht man hier diese Blitzhooks, da muss wahnsinnig aufgepasst werden. Man ist hinter den Minions nicht sicher. Blitzcrank smitet den Minion weg und grabt danach. Da muss hier mehr aufgepasst werden auf der Botlane. Man sieht auch, Shivana hat inzwischen ein bisschen Respekt vom Shen. Nach dem einen Kill will sie nicht mehr unter den Tower gehen.
Das ist auch die richtige. Oh, da kommt wieder der Hook. Sehr schön an den Minions vorbei. Aber diesmal kommt die Leona nicht schnell genug ran. Exhaust ist jetzt auch schon wieder draußen. Die Hooks von Blitzcrank machen die Botlane hier unten sehr, sehr schwer. Er macht da einen sehr, sehr guten Job. Ich muss sagen, das ist im Prinzip immer das Smite voraus. Das heißt, es ist eigentlich doch sehr berechenbar. Er bleibt hinter den Minions stehen, bis Caitlyn sich nicht bewegt, macht den Hook und dann vorher noch den Smite raus und kriegt damit immer die Caitlyn gehuckt. Sie muss da ein bisschen mehr aufpassen. Es ist eigentlich doch recht berechenbar. Und Ramos hier im Jungle gecatcht. Alleine hier von Vi und Shyvana sofort gekillt. Auf der Botlane liebst beiden Supporter nur hier stehen sich gegenüber. Die ADCs waren jetzt einkaufen. Wir sehen auf der Seite von Quinn haben wir jetzt das Bilgewater und auch Attack Speed. Auf der Seite von Caitlyn haben wir Vampiric Scepter, Sustain. Mal gucken, ob sich das wirklich lohnt, weil es prallt jetzt schon ziemlich viel Burst auf sie ein. Sobald sie gegrabt wurde, kommt da auch der E von Blitz hinterher und der Blind, der Knockback von Quinn. Mal gucken, ob sie wirklich mit Vampiric Scepter dort die gute Entscheidung getroffen hat. Auf jeden Fall. Und wir sehen jetzt auch schon von Quinn hier inzwischen fast das Blade of the Rune King fertig. Fehlt nur noch die Kombinationskosten. Sobald hier Quinn das Blade of the Rune King hat, dann kann sie im Prinzip Leona und Caitlyn solo killen. Und wir sehen halt, da muss wahnsinnig aufgepasst werden hier auf der Botlane. Der Blitzcrank mit seinen Smite-Hooks ziemlich, ziemlich stark dabei. Und wenn da nicht wirklich mehr aufgepasst wird, werden da noch mehr Kills fallen. Hier für Seiten von Versus auf der Botlane. 4-3. Der Unterschied vom Gold baut sich auch langsam aus. Smite auf der Botlane, denn ist einfach auch sehr hoher Druck jetzt vorhanden. Der Farm von Caitlyn geht auch viel am Tower verloren. 38 bzw. 39 zu 74. Da kommt der Flashhook auf der Botlane. Silence direkt hinterher. Zu viel Schaden für Caitlyn. Ist er alleine. Keine Leona, die jetzt den ADC unter Stun setzen kann. Keine Chance, dort irgendwie zu entkommen. Das ist natürlich eine große Stärke von Blitzcrank, solche Situationen auszunutzen und sie einfach in den ADC reinzuholen. Dadurch baut sich jetzt der Goldvorteil auch immer weiter aus. Quinn kriegt mehr Farm, Caitlyn kommt immer weiter behind und die Shyvana läuft einfach vor Ramos im Town weg. Das war natürlich ein schöner Bug, läuft einfach weiter geradeaus, obwohl sie getauntet ist. Ob das vielleicht in-game auch so war oder nur der Spectate-Modus rumbuggt, was man manchmal hat, weiß man nicht. Aber der Farmunterschied in der Mitte 106 zu 83. Auch Botlane 82 zu 40. Toplane auch, baut sich langsam aus, im Jungle auch. Dadurch machen sich wirklich diese 16,8 zu 13,6k Gold wirklich bemerkbar. Dragon geht jetzt anscheinend auch an Versus. Da sitzen wirklich die Calls ein Stückchen besser. Die Buff-Timer, merkt man von Vi, sind auch ein klein wenig eingefleischter. Jetzt auf der Botlane mit Vi anscheinend zusammen. Double Buff, Hook sitzt auch noch auf der Leona. Ulti von Vi direkt hinterher. Flash von Leona bringt leider gar nichts. Und hier auch wieder der Kill für die Quinn. Tief, das war wieder ein sehr schöner Hookie von Blitzcrank. Der macht hier die Plays. Macht hier den Madlife bzw. die Smash-Star und der wird Caitlyn auf der Botlane gedived, kann dagegen gar nichts machen. Wird instant deleted hier mit der Ultimate von Quinn am Ende noch gefinished. Das ist natürlich extrem bitter. Die werden jetzt noch den Tower fehlen, haben auch schon den Dragon verloren. Das sieht schon ziemlich bitter aus hier. 5000 Gold behind. Wie sollen die da wieder zurückkommen? Das wird schon richtig schwierig, da ja auch einfach versus dieses Spiel runterspielen. Die overextenden nicht. Sie wissen, was sie tun. Sie haben die Calls mit Dragon, also wenn sie es weiter so durchführen, dass sie jetzt wirklich Bot forcen, um dann eventuell Baron zu forcen, was wir auf diesem Turnier ja schon häufiger gesehen hatten, wird es wirklich sehr schwer für PD, dieses Game noch irgendwie umzudrehen. Jedenfalls, wir sehen auch Toplane, der Shen inzwischen schon gut gepressured, muss hier auch gut aufpassen. Caitlyn natürlich hier auch ziemlich hart gepressured. Der Jungle, die haben inzwischen schon überall die Kontrolle hier über den Gegner-Jungle von den Jungle von PD. Können ich es machen? Hier kommt der Quinn. Blitz, kein Mana für Hook. Konnte da nicht wirklich was machen. Wenn der Hook da gewesen wäre, wäre wahrscheinlich Leona gestorben, denn sie hatte ihr Flash schon vorher rausgehauen. Six fightet zurück. Kommt den Heimerdinger auch schon ziemlich low. Aber auf der Botlane fällt wahrscheinlich noch ein Turret, wenn da nicht langsam der Ramos dazu kommt. Blitzcrank danced hier unterm Tower. Ramos bewegt sich jetzt aber auch. Rotation aus der Mitte ist auch vorhanden.
Ist aber gewordet, der Jungle. Also sie lassen sich nicht einfach so überraschen. Leona jetzt sehr aggressiv, geht auch an den Alts hier ran, haut auch noch die Ulti raus. Shen Ulti jetzt auf Leona. Barrier ist draußen von Quinn. Six joint jetzt von der Seite, holt sich den Kinn an ADC. Oben wird der Support auseinandergenommen. Schöner Q von Caitlyn hier. Und sie bleiben unten auch weiter dran. Da kommt der Kill an Vi. Sehr schön gespielt hier von PD. Vor allem auch die Shen-Ulti noch richtig gut rausbekommen hier auf Leona. Ich dachte, dass Leona eventuell sterben würde, bevor die Shen-Ulti rauskommt. Haben aber so viel Schaden gemacht, dass inzwischen, dass konnten nicht genug Schaden machen, sodass die Shen-Ulti durchging. Und damit haben sie sich wirklich was zurückgeholt, was sie unbedingt brauchen. Inzwischen nur noch 4000 Gold. Wenn sie weiterhin es schaffen, so gut als Team zu arbeiten, könnten sie eventuell wieder zurück ins Spiel kommen. Weil jetzt hier auch ein Tower wieder gefallen ist auf für Seiten von Versus. Quasi down gemacht, da ist natürlich wieder ein bisschen mehr Global Gold drin. Muss man schauen, dass die Combo sich ein bisschen versucht. Hier, Quinn hat sofort die Ultimate angemacht, wird wahrscheinlich direkt auf die Caitlyn gehen. Kann man nicht direkt wissen. Caitlyn zieht sich aber zurück. Oh, Quinn zündet jetzt aber auch noch ihren Vision Spell. Ich weiß gar nicht, wie direkt der heißt. Aber dadurch hat sie jetzt sehr viel gesehen. Caitlyn hat sich aber sehr früh auch zurückgezogen. Traut sich da nicht wirklich weiter vorne, was eine gute Entscheidung ist, wenn man wirklich zu lange overstayed, wird man dann auch abgefahren. Erst recht gegen einen Blitzcrank, wenn man dann noch eine Quinn dabei hat, die wirklich momentan dominiert. BOTRK hat sie jetzt und auch Brutalisierer ist dabei. Dann ist es wirklich unklug, sehr weit vorne zu stehen als ADC ganz alleine. Jetzt wird im Gegner-Jungle gepinkt. Leona versucht jetzt zu warden, wird anscheinend abgefangen. Red Buff ist auf Vi vorhanden, da kommt jetzt ein Knockback. Der Zinierklinge kommt auf Vi. Kommt die Ulti, ja, keine Chance. Also das ist wirklich jetzt, Midlaner hat reagiert, alle haben reagiert, da was zu machen. Also keine Chance für Leona. Sie hat einfach versucht zu warden. Das ist jetzt auch nötig. Sie müssen wirklich jetzt die Dragon Control haben, dass sie da jetzt auch den Timer haben, dass sie wissen, ob die Gegner jetzt moven, wann er spawnt, weil ansonsten kommen sie nicht wirklich gut wieder zurück ins Game. Man sieht hier, dass weiter die Mitte dominiert, pusht sehr hart, Toplane auch, Mitte macht weiter Druck am Tower jetzt auch. Botlane, genau das Gleiche. Genau das macht es halt so schwierig. Ja, das ist nämlich das Problem, wenn wirklich jede Lane behind ist, ist es natürlich schwierig für den Jungler überhaupt einen Impact zu haben. Wir sehen hier, Rammus hat noch kein Item wirklich fertigstellen können, was ihn natürlich auch recht schwach macht. Er hat auch kein Jungle-Item, dadurch fehlt ihm natürlich ein bisschen Gold. Und hier hat der Kabotin Caitlyn Flash vom Blitzcrank hier hinterher. Der Hook geht daneben, kommt noch gerade so weg, natürlich gut gedodged hier von der Caitlyn. Der Blitzcrank Disrespect. Oh, so jetzt auch noch in die Trap. Das Schild ist ausgelaufen, aber jetzt hier in der Mitte Heimer gegen Six. Schöner Flash aus den Minen raus. Beide überleben sehr, sehr low. Auf der Botlane hat Blitz auch gerade so noch die Ulti überlebt. Und da kommt der Stun, trifft sogar. Und die Vi-Ulti. Naja, gut. So ist sie auf jeden Fall rangekommen. Hätte vielleicht auch anders ausgehen können, aber mit Ulti ist es natürlich ein Safe-Kill. Hier im Jungle finden wir jetzt Rammus gegen Vi. Vi hier mit Red Buff knackt sehr viel Armor mit ihrem W-Pass-Effekt, aber Rammus gewinnt das 1-on-1. Shyvana mit Red Buff jetzt am Start. Ulti hat sie auch ready, aber Rammus entkommt. Rollt einfach davon. Shyvana hatte sich ja für Teleport entschieden auf der Top-Lane, hatte keinen Ignite. Hätte hier den Kill einfach haben können, Ultimate, Ignite hinterher weggehen können. Hat sich aber entschieden für die Safe-Variante, den Ultimate zu behalten, um den stärkeren Splitbush auf der Top-Lane fortsetzen zu können. Ist natürlich auch sehr klug. Sie pusht auch wirklich sehr stark. Sehen wir hier den Farmunterschied schon von 156 zu 104. Ist schon ziemlich stark. Also 50 Farm mehr haben in der 16. Minute. Das lässt sich sehen. Auf jeden Fall, wir sind auf der Botlane auch schon einen ungefähr 50 CS-Vorteil hier auf Seiten von Quinn. In der Midlane einen 40 CS-Vorteil von Heimerdinger. Hier wird es natürlich schwierig, wieder ins Game reinzukommen. Vor allem, wenn ein Midlaner über 10 CS pro Minute schafft, dann ist das natürlich ziemlich viel Gold wert. Und wir sehen auch, dass hier schon die Botlane von PD ziemlich passiv spielen muss. Denn der Blitzcrank hat gezeigt, wenn du einen kleinen Fehler machst, dann bist du sofort tot. Und die Hooks sitzen natürlich auch sehr gut. Rammus versucht sich in der Mitte mit den Towern zu messen, holt sich da ein bisschen Free Gold. Kriegt man ja, glaube ich, 5 Gold, wenn man die finisht. Und das ist natürlich wert, wenn Heimer zu weit weg ist. Wehren sie sich ja auch gar nicht mehr, nur nach einer Weile. Dann gehen sie einfach aus. Wir sehen jetzt auch schon wieder den Dragon auf der Seite von Versus. Das macht schon wieder den Unterschied aus. Wir müssen jetzt hier. Oh, da kommt der Engage mit Flash Zinierklinge auf der Bot, denn direkt Ulti. Six Ulti folgt auch. Das ist natürlich sehr schön. Sehr viel Schaden auf der Botlane. Sie bleiben auch weiterhin dran. Rammus hier mit Ulti. Double Kill auf Rammus, was ihn um einiges tanky macht. Er hat jetzt hier einfach 6-1. Er hat Sunfire Cape, noch mehr Armor.
Das ist sehr viel wert. Nur gegen Heimer hat er dann höchstwahrscheinlich ein großes Problem. Ich muss auch sagen, dass er wirklich einen Max-Range E getroffen hat hier auf Quinn. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, wie Leona den Max-Range E und konnte natürlich sofort der Follow-up so schön gemacht. Erstens 6 Ulti sofort rausgehauen, Caitlyn Ulti rausgehauen, hat sogar getroffen und den Rammus natürlich, der da war, den Kill dann secured. Sehr schön gemacht. Und hier die Leona geht sofort rein mit dem E, hat aber kaum Schaden und der Shen-Ultimate geht noch raus, kann aber nichts anrichten. Wurde direkt umgebürstet. Heimer stellt in Tower-Range einfach sein Tower hin. Das ist natürlich eine nicht so kluge Entscheidung. Tower macht natürlich einfach den Heimer-Tower sofort kaputt. Da kommt der Taunt oben. Sie haben jetzt hier 2 Taunts am Start, wollen aber diesen Fight nicht eingehen. Heimer auch noch in der Nähe. Blitzcrank jetzt hier. Jetzt kommt der Hook. Flash-Dodge sehr gut. Ansonsten wäre Six auch sofort gestorben. Auf jeden Fall, das war natürlich die richtige Entscheidung hier von Six zu flashen. Die hatten ja auch keine Vision nach links hin, hat den Blitzschrank gerade auftauchen sehen und hat dann gut reagiert und ist weggeflasht. Muss auf jeden Fall aufgepasst werden hier von Seiten des PD. Wenn sie weiterhin es schaffen, irgendwie so kleine Plays zu machen, hier auf der Botlane schon gegen Quinn und Blitzschrank, dann könnten sie es eventuell schaffen, wieder reinzukommen ins Spiel. Ist natürlich trotzdem ziemlich schwierig. Hier der Blue Buff geht jetzt schon wieder für Seiten von Versus rein. Sie haben einfach die Control hier über den Jungle, können machen, was sie wollen, sind auch schon 8000 Gold ahead. Hier wird es richtig schwierig, wieder reinzukommen. Wir sehen auch, Shyvana hat schon Veil of the Rune King, kann natürlich den Shen easy duelen. Vor allem hat er relativ wenig Armor, weil er sich für Warmogs First entschieden hat, was man auch nicht so häufig sieht. Ja, das ist der einzige Member von Seiten PD, der wirklich jetzt großen Impact haben muss auf das Spiel, ist Rammus. Er hat ja auch sehr viele Kills bekommen auf der Botlane, im Early schon der Double Kill, dann eben gerade schon wieder den Double Kill mit auf an Quinn und Blitzcrank geholt. Das ist sehr viel Geld gewesen und damit liegt natürlich auch sehr viel Verantwortung bei ihm als Jungler, damit er jetzt noch mehr im Game einfach bewegt. 6-1-1, nicht gerade viele Assists, aber er war einfach bei 7 Kills dabei von 9. Mensch, war richtig. Und hier Heimerdinger ist ein bisschen out of position. Kann sein, dass hier... Nein, sie gehen nicht. Oh, da kommt der Hook auf Shen. Natürlich den Tank rein zu hooken ist nicht die beste Entscheidung, aber da kommt sehr viel Damage vom Six. Sie machen das gerade sehr gut. Shyvana aber hier oben in der Backline holt sich jetzt den Six. Ulti auf Rammus kann er auch nicht wirklich sehr lange standhalten. Ist jetzt auch gestorben. Red Buff an Shen. Unten sieht man Caitlyn. Keine Chance gegen Quinn. Schon sehr, sehr stark mit dem Blind hat Caitlyn da keine Chance gegen zu fighten. Hier der Tower Dive an Shen. Das ist das Ace. Und der Fight sah anfangs wirklich gar nicht so schlecht aus für PD. Die haben die beiden Carries ziemlich weit runterpocken können, konnten sie dann aber nicht finishen. Caitlyn ist dann mit dem Piltover versucht, hinterherzukommen, die Carries zu holen, ist dabei aber kläglich gescheitert. Und das wird der Inhibitor hier für seitens von Versus bedeuten. Das heißt, die können Nashor forcen. Ja, das ist natürlich jetzt wieder ein großes Problem. Haben wir schon häufig in diesem Turnier gesehen, dass Botlane, wenn der Botlane Inhib gefallen ist, ist einfach für das Team, von dem der Inhib gefallen ist, einfach keine Chance mehr, dann den Baron zu contesten. Aber hier sehen wir schon wieder das Turnaround. Flash Caitlyn holt sich mit Headshot den Kill am Blitz. Auch der Taunt auf der Quinn. Sehr, sehr stark hier von Rammus. Keine Chance für sie dort zu entkommen. Schön gemacht. Sie haben sie wieder noch ein paar Kills rausgeholt und der Inhib ist auch nicht gefallen. Ich finde, da war ein Auto-Attack von Shyvana hätte gefehlt. Sie hätte auch wieder Ultimate gehabt und wäre wahrscheinlich weggekommen. Hat sie aber entschieden, die sichere Variante zu gehen. Warum auch nicht? Sie hatten eigentlich den Vorteil im Gold und müssten dann einfach nur das Ganze locker vom Hocker runterspielen. Wenn sie sich jetzt Botlane sammeln und den Inhibitor holen, könnten sie danach dann versuchen, Nashor zu forcen. Das wäre natürlich für Vissens ein riesen Vorteil gewesen. Leona kommt hier engaged in den Tower und wird natürlich jetzt auch gefinished. Ramos jetzt hier mit E. Plättet fast beide Tower, nimmt sehr viel Schaden aber noch mit. Die Raketen schaffen es aber nicht, ihn zu töten. Heimer hat da aber noch das rausgeholt. Was ging? Er hat noch den Kill an Leona gekriegt. Das war vielleicht auch ein bisschen zu voreilig für sie, dort alleine reinzugehen. Definitiv, hier ist dann nochmal ein Kill. Gut, Leona ist dann wahrscheinlich Panikreaktion rein mit dem E. Hat sich selber geopfert, aber dafür hat Six natürlich gestorben. Und er hatte natürlich 3 Kills. Das gab ein bisschen mehr Gold hier noch für Six, das Geld, was er dringend braucht. Hier eine Entscheidung hier von Six direkt auf Void Stuff zu gehen, was gar nicht so dumm ist, weil Gegner haben schon recht gut Magic Resist am Start, beziehungsweise sind recht tanky, da ist ein Void Stuff gar nicht verkehrt. Fehlt aber so ein bisschen der Maß AP. Wir sehen jetzt hier auch auf Rammus, er hat Sunfire Cape und danach direkt Thornmail. Und auch auf der Top Lane haben wir eigentlich
sieht man ja eher vielleicht sogar manchmal ein BOTK oder Trinity Force of Shen oder Sunfire als tanky Item, aber hier haben wir direkt den Warmogs Rush und jetzt noch Armor hinterher. Es sind interessante Builds, jetzt auch, weil sie keine Magie-Resi haben und man darf Blitzcrank mit seinem Magieschaden und natürlich auch Heimer, darf man nicht einfach so vernachlässigen. Auch Shyvana in ihrer ultimativen Form verteilt sehr viel Brand auf dem Boden, auf das der magische Schaden im ganzen Teamfight vorhanden ist. Da wäre ein klein wenig Magie-Resi auf jeden Fall sehr intelligent gewesen. Und hier kommt der Free Nasher auf Seiten von Versus. Das ist natürlich bitter, zumal der Bot-Inhibitor nicht mal down ist. Das heißt, jetzt können sie einfach tun, was sie wollen, können von Top zu Bot rotieren, wie sie es wollen, können eventuell auch warten. Jetzt wurden sie gespottet, die Gegner wissen, dass sie Nasher haben. Müssen jetzt wirklich aufpassen, hier seitens von Pedita irgendwas noch machen können. Anscheinend werden sie sich jetzt die Top nehmen. Viz Saints hat jetzt einen riesen Vorteil gegenüber PD, da sie jetzt den Nashor-Buff auf ihrer Seite haben und allgemein so in den Teamfights schon dominiert haben. Es sah ja vorhin sehr gut aus, aber sie haben es doch noch gedreht. Mit ihrem Single-Target-Damage hatte PD einfach keine Chance. Heimer baut seine Türme auf der anderen Seite auf. Der Damage hier, sehr schön, von dem Laser-Turret an Caitlyn. Und da kommt der Hook über die Wall. Der ADC jetzt einfach von Blitzcrank rausgenommen. Damit wird dieser Turret wahrscheinlich fallen. Das ist ein riesen Nachteil hier für PD, dass Caitlyn einfach rausgehoopt wurde. Damit wird natürlich jetzt hart engaged mit Y-Ulti direkt in zwei Tower rein. Da kommt der Taunt. Ramos hält natürlich auch um einiges mehr aus als Six. Der Burst Damage trifft einfach niemanden. Six hinten jetzt Aggro von Quinn. Sie holt sich auch den AP Carry, wird jetzt aber auch von Chen auseinandergenommen. Hier sehen wir Heimer gegen Ramos, den Full Armor Ramos. Den nimmt er natürlich auch einfach mit. Quinn hier oben mit Lifesteal, BOTRK, bleibt sie weiter an Chen dran und holt ihn sich sogar noch. Sehr schön gespielt von Viz Saints an dieser Stelle. Da kommt der Flash Heimer durch die Ulti durch. Ziemlich unlucky, aber was soll man machen? Bounder trifft der Grab schon wieder. Sehr schöne Grabs hier. Caitlyn, keine Chance in diesem Spiel, wird jedes Mal rausgehuckt. Das tut natürlich weh. Das wird ziemlich sicher das Ende des Games bedeuten. Wir sind schon an den Inhibitor, an der Nexus Turret dran. Ah, muss da trotzdem aufpassen. Ihr Quinn schon ziemlich gefährlich. Low fängt das Lachen an. Bisschen Disrespect. Oh, der Ether von, wenn er jetzt getroffen hätte, der Leona. Da kommt der Grab in die drei Turrets wieder rein. Keine Chance. Magirisi auf der Seite von PD kaum vorhanden. Und da kommt die Ulti mit Raketen. Burstet den Full Armor Ramos komplett runter. Da fehlt einfach die Magirisi. Auf jeden Fall. Hier hat er auch schon Ramos noch versucht, seinen Jungle einfach jetzt mal. Oh, der Weh von die Raketen von Heimat tun richtig, richtig weh. Jeder Spell, der trifft, macht einen. Oh, die Turrets hauen alles low. Da muss echt aufgepasst werden. Da kommt die Six Ulti hinten. Überlebt er aber auch wirklich noch. In die Trap läuft er auch nicht rein. Heimer jetzt weiter hier. Hat einen Chen an den Backen mit Warmox. Den burstet er auch nicht einfach so um. Aber er lässt wirklich ab. Blitzcrank, der unten am Botten. Kommt jetzt zum Defenden anscheinend wieder zurück in die Base. Shyvana nimmt sich jetzt Bot in Hip. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein herber Rückschlag. Auf zwei Seiten einfach die Inhibs down. Shyvana ist jetzt hier am Fighten, zündet noch die Ulti, geht jetzt aggro-mäßig auf die Leona rauf, holt sich den Kill und sogar noch den Ramos eventuell. Er ist jetzt wieder im magischen Schaden. Man sieht, dass das einfach zu viel macht. Er hat einfach zu wenig Magie-Resi hier mit dabei. Geht jetzt anscheinend aufs Jungle-Item. Ein klein wenig zu spät. Hat sich anscheinend gedacht, auf wirklich stärkere Items zu gehen, obwohl das Jungle-Item gefehlt hat. Wir sehen hier einfach das Heimerdinger. Zerstört einfach alles, seinen AP-Schaden schon sehr, sehr stark. Stundenglas auf Quinn könnte man empfehlen. Ne? Also nur, wenn man immer komplett im Fokus ist. Das ist natürlich jetzt GG. Viz Saints hat hier sehr dominant gewonnen. Schön gespielt, da kommt noch wieder der Turret. Nexus Master Turret, wie man ihn auch nennen möchte, holt sich dann noch den Kill an Blitz. Sehr schönes Spiel. PD hat aber wirklich lange durchgehalten. Hätten sie sich eventuell ein paar Items noch dazugeholt, anstatt vielleicht auf Warmox und Sunfire oben zu gehen auf der Toplane oder ohne Jungle-Item, ohne Magie-Resi auf Ramos, dann hätten sie das vielleicht noch länger aushalten können. Dann eventuell. Und die Sache ist auch die, dass die auch gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Wir haben ein paar schöne Kombinationen gesehen hier mit Chen Ultimate. Der Botlane, den einen Fight, da konnte man auf jeden Fall was raus. Schade, dass es am Ende doch dann so one-sided war, aber es sah teilweise gar nicht so schlecht aus für PD. Gut, so, ich würde sagen, dass wir uns jetzt wieder dem nächsten Spiel
widmen, wenn wir hier einfach gucken auf affenklappe.de. ASL sehen wir hier das nächste Spiel. Das haben wir eben gesehen. Viz Saints gegen Phantom Dragons PD. Jetzt sehen wir die Bananenfrauen gegen Inglorious Mustaches. Das werde ich höchstwahrscheinlich nicht häufig aussprechen, denke ich. So, ich freue mich auf das nächste Spiel. Ich werde das jetzt mit ein bisschen Musik überbrücken. Ja, ich würde sagen, bis gleich, wenn ich dann ein Lied rausgesucht habe, was mir gefällt.